Hallo und willkommen zu einer Let's Play-Reihe zu The Final Station, erschienen 2016. Es hat allerdings noch einen DLC gegeben, der 2017 rauskam. Wir werden jetzt allerdings das Basisspiel spielen. Das Spiel stammt von Oleg Sergejew, Andrei Rumak, wenn ich die jetzt richtig ausgesprochen habe. Und die Firma nennt sich Do My Best. Und das Ganze ist ein... ja, eigentlich mehr so ein Adventure-Dingen. Gespeichert wird hier automatisch mit Checkpoints. Und wir fahren zwar mit dem Zug hin und her, aber ich glaube, so wahnsinnig viel mit dem Zug hat es nicht zu tun. Ich habe also, es geht zwar um den Zug, aber es ist jetzt nicht so, als wenn man den Zug mal weiter aufrüsten müsste oder sowas. Glaube ich zumindest nicht. Ich hatte das Spiel jetzt schon mal eine Stunde reingespielt, allerdings hatte ich eigentlich eine komplett falsche Annahme von dem Spiel und habe das auch ein bisschen falsch eingeführt, sage ich mal, und deshalb, jetzt weiß ich zumindest, wo es ein bisschen drum ging und kann dann vielleicht auch ein bisschen mehr direkt von vornherein erzählen. Ja, und dann starten wir auch direkt mal und dann muss ich hier direkt mal sagen, die Steuerung am Anfang ist nicht so optimal. Mit der Tastatur kann man das nicht aussuchen. Und man sieht hier schon, der springt immer wieder aufs Erste zurück. Man muss halt wirklich mit der Maus möglichst da links daneben gehen, damit das angewählt wird. Ansonsten springt er rum, beziehungsweise nicht zu dem Punkt, den man haben will. Das ist ein bisschen dämlich. Einstellungen. Spiel kann man auf Deutsch spielen. Ton habe ich aufs Niedrigste gesetzt. Und ja, wir starten jetzt ein neues Spiel. Gespeicherte Daten werden gelöscht. Jawohl, wenn ich jetzt noch übernehmen anklicken kann. Danke. So. Wir sind erstmal hier und das hier ist... Das hier sind unsere Gegner. Das ist aber mehr so ein, mehr so eine Vorschau, wie das später aussehen wird. Das ist jetzt nicht das eigentliche Spiel, sage ich mal. Hinten saß auch noch einer. Pistolenmunition. Wir können mit der linken Maustaste schießen, mit der rechten können wir schlagen. Dann kann man mit R nachladen. Da unten kann man sehen, wie viel in der Waffe ist und wie viel wir noch übrig haben. Mit Q kann man diese First Aid Packs benutzen. Und bei den Zombies, die wir da haben, oder was das auch immer darstellen soll, die schwarzen, die normal laufen, die sind ziemlich billig, wie der hier. Die kann man auch eigentlich kaputtboxen. Diese anderen, die sind schon so ein bisschen fies. Wenn man aber stirbt, dann... Ja. Das war im 106. Jahr nach dem ersten Besuch. Ja, was der Besuch war, das habe ich nach der ersten Stunde aber immer noch nicht wirklich gewusst. Kann ich also jetzt auch nichts weiter zu sagen. Der Typ sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Auch die Bewegung finde ich ganz cool. Mit E können wir hier die Sachen benutzen oder mit F. Gibt beides. Da können wir nicht durch. Essen. Lalalala. Alle Bürger, die das 16. Lebensjahr erreicht haben, müssen sich für die Übung im Falle eines zweiten Besuches im örtlichen Krisenzentrum einfinden. Die nächste Übung findet an diesem Freitag statt. Die Verwaltung von Armand White. Im Moment können wir auch gar nichts machen. Wir haben unten kein Interface. Wir können nicht schlagen oder schießen. Hallo, du bist aber früh heute. Martin ist heute nicht hier. Er ist irgendwohin verschwunden. Heute übernehme ich seine Arbeit. Das Spiel erinnert mich bisher so vor allem an eine Mischung aus... Ich glaube, Deadlight hieß das Spiel... Wo man gegen diese Zombies geballert hatte. Das war allerdings actionorientierter.
Und eins von, ich glaube, der hieß Jasper Byrne, aber ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Jasper Byrne. Moment, da gucke ich mal gerade nach. Lone Survivor hieß das, genau. Ja. Allerdings war Lone Survivor ja ein richtiges Horrorspiel, was das hier jetzt nicht ist. Ey du. Oh, hallo. Urlaub vorbei? Der Chef ist heute nicht da. Okay. Toilettenpapier, $3. Schrauben und Lumpen. Und damit können wir dann im Zug was craften. Was ist craften? Da klickt man dann einmal drauf. Wir haben jetzt unser Outfit. Oh, ich habe wohl aus Versehen die Tür geschlossen. Ich habe nichts gesehen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Er ist nicht der beste Zugführer. Was, wenn etwas schief geht? Beruhige dich, ich werde ihn beobachten. James, das ist ja ein sehr wichtiger Zug. Ich weiß. Oberhaus Metropol an Paul Anderson, Bahnhofsvorsteher Bertford. Bestätigung des Blockercodes 2723. Ja, diese Blockercode-Nachrichten werde ich jetzt nicht immer vorlesen, weil da sowieso nie was Sinnvolles steht. Die Codes, die braucht man, jetzt sag ich gleich. Hallo! Als du weg warst, haben sie neue Blocker aufgestellt. Der Chef hat den Code in sein Büro gelassen. Gib ihn in das Feld neben den Zug ein. Auf dem Weg erzähle ich dir die Einzelheiten. Genau. Diese Codes, die muss man halt jeweils eingeben, damit man von der Station weg in die nächste kann. 2732, können wir unten nochmal sehen. 2723. Und damit sind wir quasi aus dem ersten Level, sage ich mal, raus. Und dann ist man im Zug unterwegs und muss gucken, dass einem die Passagiere nicht abnippeln. Es gibt allerdings im Spiel halt ziemlich wenig. Zug ist nicht im besten Zustand. Das ist ein Versuchsmodell. Die Technik versagt oft. Du musst sie manuell bedienen. Wenn es überhitzt, können wir nicht weiterfahren. Das wird halt extrem schnell eingeblendet. Das finde ich, ist schon eine Schwachstelle. Wir müssen den Zug nach Willstream bringen. Ein wichtiger Befehl von oben. Einen Tag hin, einen Tag zurück. Und doppeltes Prämiengehalt. Klingt gut, finde ich. Ingenieursassistent. Ach ja, die Blocker. Du erinnerst dich noch an den Unfall bei Exla 5. Schlimme Sache. Natürlich, das kann der Rat nicht einfach auf sich beruhen lassen. Jetzt braucht man, um einen Bahnhof verlassen zu können, einen speziellen Code vom Bahnhofsvorsteher. Und da ist was kaputt. Da müssen wir jetzt unterziehen. Weil was in der Bahnhofs... Das habe ich jetzt nicht lesen können. Oder wenn was anderes passiert. Die müssen wir jetzt Nahrung bringen. Dann klicken wir hier einmal dran. Geben dem das. Dann ist der Nahrungsbalken wieder voll. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert, wenn die Nahrung weg ist. Wenn die Gesundheit weg ist, ist er jedenfalls im Arsch. Tum, 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 tum. Die sind angekommen. Das Spiel wechselt manchmal zwischen Sie und Du im Deutschen. So. Jo. Sie haben sich verspätet. Es gibt heute keinen Schnellzug. Sie müssen diese Rostlaube nehmen. Hallo, wie ist der Urlaub? Ich verstehe. Ich habe den Blockercode nicht. Der Chef hat ihn. Er ist Mittagessen gegangen. Du kannst dich erwarten oder in der Stadt nach ihm suchen. Ich bin mir sicher, er ist irgendwo in der Nähe. Wenn wir hier warten, werden wir schwarz. Mit den neuen Blockern hat man doppelt so viel Arbeit. Diese Idioten der Regierung. Da ist nichts, aber da verschlossen. Und damit laufen wir dann in die Stadt.
Nicht jetzt. Mhm. Ich habe heute frei. Der neue Kassierer ist fürchterlich. Schaff ihn mir vom Hals und ich finde einen neuen. Da ist was. Brille, 6 Dollar. Da kann man noch nicht rein. Es sind Meldungen über Kommunikationsprobleme im Westen des Landes eingetroffen. Insbesondere die Regionen in der Nähe der Grenze des ersten Kontaktes antworten nicht. Wir warten auf Einzelheiten. Um 6.40 Uhr aufstehen, einen Liter Milch trinken, 10 Kilometer joggen, jeden Tag wiederholen. Na, funktioniert gut. Ist bei der Milch eingeschlafen. Ich höre. Warum lenken Sie mich von der Arbeit ab, Sir? Ich konnte Adam nicht darauf ansprechen, er ist genau wie sein Vater. Was machen wir jetzt? Wir müssen einen Umweg finden. Michael, ich weiß, dass es eine große Ladung ist, aber wenn es uns gelingt, sie aus Bristol wegzuschaffen, haben wir für unser ganzes Leben ausgesorgt. Da kann man nicht weiter. Da kann man... Oh, knirsch. Entschuldigung, ich habe den Zug ganz vergessen. Den Schlüssel habe ich hier im Koffer. Ich habe einen Zettel mit dem Code im Schrank gelassen, aber nimm bloß nichts anderes mit, nur den Code. Ja, du hast recht. Entschuldigung. Schlüssel. Oh, mein Freund. Hilf mir. Mir fehlen ein paar Münzen für das Bier. Ja, nun schau selbst. Sei vorsichtig, wenn du nachts spazieren gehst, dass dir nicht aus Versehen eine Kiste auf den Kopf fällt. Der tut aber nichts. Und da kann man auch nicht hochsteigen. Da kann man jetzt runter. Zzt. Was zum Teufel? Draht und Whisky. Ich bin vom Morgenstern hergereist und es haben sich einfach zwei Schrauben gelöst, was auch immer das bedeuten mag. Also, hier sind wir auch wieder durch. Es gibt am Anfang verhältnismäßig viel, wo einfach, wo man einfach nur am Hin- und Herlaufen ist und eigentlich nichts weiter macht, als, wirklich Dialoge durchzuklicken. Und die hier meinte ich, da ist sowieso immer nur der Blockercode bei. 3, 5, 7, 6. Billus 07. So, jetzt haben wir da zwei Leute. Gucken wir mal gerade. Der hat ein bisschen Hunger. Ja, drinnen ist es noch schlimmer. Gibt es ein Problem, Sir? Da muss man drin sein, damit man das lesen kann. Hier hat man außerdem noch so ein Chat-Dings, was zwischendurch aber dann aufblinkt. Und man kann hier Sachen erstellen. Und hier können wir sehen, wo wir gerade hinfahren. Wir fahren also dahin. Hauptbahnhof Keskus. Zentraler Bahnhof, von dem aus Züge in alle Richtungen fahren. Das Bahnhofsgebäude wurde von dem ersten Besuch errichtet und ist Kulturerbe. Ja, ich habe ein Problem. Und sie fügen auch neue hinzu. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Reflexer, planmäßiger Zug. Wo bleibt er nur? Und da ist was im Argen. Runterregeln. Fertig. So, der Fahrplan wurde seit irgendwas. Ja, das weiß ich. Ich seit 20 Jahren damit fahre. Geben wir dem was zu essen. Ja, voll. Diese Idioten, wie kann das sein? Das weiß ich leider nicht. Natürlich nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hast du schon gehört? Gestern ist Trevor verschwunden. Der war im Westen. Standardroute S40. Sie sind angekommen.
Da war was. Lumpen. Hallo, der Code? Oh ja, der Code. Irgendwo hier lag ein Handbuch in dem Stand, wie man ihn ausdruckt. Gib mir ein paar Minuten. Geh erstmal durch die Stadt. Ja, das ist, was ich meinte. Man läuft halt sehr viel rum, ohne dass da wirklich was passiert. Ohne dass man da wirklich was macht. Ich muss los. Michael hat Probleme mit der Patrouille. Amanda. Klar, hier wird halt die Story minimal weitererzählt. Geh durch den Scanner. Schneller. Aber da passiert halt insgesamt verhältnismäßig wenig. Hören Sie zu, Sie haben den Verkauf aller Fahrkarten in Süden eingestellt, aber hier muss, ich muss dringend zurück nach Hause, es ist wichtig. Ich zahle, ich habe Geld, danke. Und der ist jetzt in meinen Zug gekommen, den müssen wir auch transportieren. Immer noch keine Einzelheiten. Der Rat schweigt, ich glaube, dass sie schon evakuiert wurden. Unsinn! Nö. Und wie kommen wir zu ihr? Was? Nein, wir müssen in den Norden. Und da haben wir jetzt einen Händler. Da könnten wir jetzt theoretisch wahrscheinlich Nahrung kaufen. Wir haben 75. Kaufen wir einfach mal. Jetzt haben wir nicht mehr 75. Kostet 50. Okay. Ich wiederhole, der Fahrkartenschalter ist geschlossen. Ja, in alle Richtungen. Mhm. Und da links war auch nichts. Negativ. Oder positiv, da war nichts. Schwupp. Guten Tag, was möchten Sie bestellen? Nein, das haben wir nicht. Na, tut mir leid. Haben Sie also Flixe dreifach gekochte Fleisch bestellt? Du bist eine ganze Stunde lang gekocht. Hm. Münzen und Seife. Mein Freund, könntest du bitte mal in der Küche fragen, wo mein Fleisch bleibt? Ne, können wir nicht. Da ist auch wieder vorbei. Nein, ich gehe nirgendwo hin. Zu Hause hört mir niemand zu. Stell dir das mal vor, Junge. Wenn wir den Wächter... wer rettet uns im Falle eines zweiten Besuches? Und warum baut der Rat jetzt diese riesigen unterirdischen Schutzräume? Eine Ratte. Verrate ihnen nichts von mir. Irgendwas geht hier vor sich. Glaubt dem Militär nicht. Komm rein, schneller. Stehen bleiben. Was hast du hier verloren? Du bist ein Eisenbahnmitarbeiter. Du hast keinerlei Befugnis. Wenn ich dich hier nochmal sehe, bist du weg vom Fenster. Wir können trotzdem einfach weiterlaufen. So, jetzt können wir auch schon wieder zurücklaufen. Dann hat er seinen Drucker-Dings da gemacht. Und dann können wir hier auch wieder raus. Ja. Ich habe den Code ausgedruckt. Ich hoffe, das stimmt alles. Wo ist Amanda? Da ist der Code. Wir können ja jetzt nochmal gucken, ob wir die Amanda finden. Aber ich glaube... Was? Los, Michael hat Probleme mit der Patrouille. Ja, da gibt's halt nichts. Haben wir genug Geld, um jetzt wieder was zu kaufen? Ja. Ja, komm. Schließen. Ja. Schupp.
kann man auch nicht mehr reden. Und bisher haben wir ja immer noch keine Waffe, also außer dieses ganz am Anfang, dieses Preview, sage ich mal, konnte man bisher wirklich nur rumrennen und Sachen anklicken und mit Leuten reden. Und man muss ja noch nicht mal irgendwas kombinieren oder als mitdenken oder sowas. Naja, gut, außer halt in den Passagen im Zug, wo man halt ein bisschen aufpassen muss, dass die nicht wegsterben. Wozu einem aber am Anfang überhaupt nichts erklärt wird, so ist die mir... ja, beim ersten Mal, als ich hier rumgefahren bin, dann doch weggestorben sind. Zumindest einmal. Da ist was. Nachrichten. Peter Wright. Hallo, willkommen zurück. Danke. Keine Routenänderungen geplant. Allerdings gibt es im Süden Kommunikationsprobleme. Ich hoffe, die Brigade kann das beheben. Ich auch. Peter ist offline. Gucken wir mal, wie es denen geht. Der ist gut dran, der ist gut dran. Und der hat Hunger bald. Sie haben alle Routen in alle Richtungen eingestellt. Noch besser. Darüber weiß ich gar nichts. Und das war der Hauptbahnhof. Hauptbahnhof im Metropol. Der zählt nicht. Warum das denn? Da haben wir was kaputt. Bing. Fertig. Unsinn. Genau das habe ich gehört. Lass nicht einmal die Siedler hinein. Blödsinn. Sind das Schüsse? Was ist los? Kabum, kabum, verflixt! Könnte es begonnen haben? Keine Sorge. Der Zug hat ein Notfall. Irgendwas gerät. Wenn es einen zweiten Besuch geben würde, wären die Ersten, die davon erfahren. Sie sind angekommen. Ja, überlebende Passagiere, 3, Gewinn $530. Schließen. Aber wofür ich Geld brauche, weiß ich nicht. Na gut, man kann natürlich auch Munition kaufen, glaube ich. Warum haben sie uns hier angehalten? Kannst du herausfinden, was vor sich geht? Das kann ich mir direkt mal notieren. Ja, werden wir rausfinden. Danke, dass du versucht hast zu helfen, aber es sieht so aus, als kämen wir nicht weiter. Toll, einfach toll. Jetzt schaffe ich es auf keinen Fall. Ich weiß. Ja, aber ich habe keine Berechtigung mehr. Das Militär ist jetzt in der Macht. Der General erwartet dich bereits. Ich habe das Gefühl, er wird baldig besser. Nein, ich weiß nicht, was in Redmond grassiert. Jennifer hatte einen Anfall. Sie wurde ins Lazarett gebracht. Markus, das ist ein Befehl von oben. Daran ist nichts zu machen. Seine neuen Zugriffsebenen. B. Befugnis in Notfallsituationen, selbstständig Entscheidungen zu treffen, die nicht mit den Operationen übereinstimmen. A. Erlaubnis zum Führen und Einsetzen von Waffen. Ich habe Fieber, deswegen habe ich dich gebeten, nicht in die Nähe dieser Teile zu gehen. Nicht bewegen. Kein Zutritt zum Lazarett. Zutrittscode? Gut, geh hinein. Es ist kein Blut. Ich weiß nicht, was es ist. Und du? Die meisten Ärzte sind aus der Stadt geflohen. Und wir sind die Einzigen, die geblieben sind. Das Schlimmste ist, dass wir ihnen nicht helfen können. Ja, und schön wäre halt mehr Musik. Hier ist halt doch die meiste Zeit einfach nur Stille. Wasser! Freund, gib mir Wasser! Hust. Da hinten ging es aber noch hoch.
Tabletten. Lass ihn mich einfach nehmen. Erklär dem Militär nichts. Ich kann nicht. Frag mich nicht. Ich weiß auch nicht mehr als du. Ich habe gehört, sie sind zurückgekehrt. Aber die Behörde schweigt bisher. Schießpulver. Das sind geheime Informationen. Ich kann ihnen nichts sagen. Kommen Sie herein. Sie werden erwartet. Er ist hier. Sie werden in 20 Minuten hier sein, Sir. Hör mal jetzt gut zu. Wohin wolltest du? Willstream? Willstream gibt es nicht mehr, mein Sohn. Genau wie die anderen Gebirgsstädte. Wir brauchen deinen Zug, um wichtige Ladung zu transportieren. Sie wird schon an den Zug angekoppelt. Liefern Sie sie nach New Costfield und warten Sie auf weitere Anweisungen, mein Sohn. Sie und mein Sohn. Wie alle von uns. Aber Befehle sind Befehle. 10 Minuten, Sir. Verdammt, schneller. Ihre neue Route haben sie kaum angerührt. Vielleicht gibt es dort Überlebende. Rette, wie du kannst. Das ist deine zweite Aufgabe. Los. Viel Glück, Junge. Und da ist jetzt dieses Paket weggebracht. PH1. Was ist das hier? Sein soll, weiß ich nicht. Da ist wieder eine Ratte. Der sieht nicht mehr so gesund aus. Ich kann sie spüren. Sie sind in der Nähe. Endlich. Dem geht's nicht mehr so gut. Und da ist was Böses. Können wir das Ding an den Kopf werfen? Jetzt hätte ich gerne eine Waffe, bitte. Ja, ja. Am Martin Rudder Bahnhofszusteher, bla bla bla, Bestätigung des Codes, bla bla. Entschuldigung, da kann ich auch nichts machen. Uns wurde befohlen, die Ladung zu eskortieren. Steigen Sie ein. 8, 4, 9, 5. Irgendwas ist da nicht. Da. James Biddle. Fährst du jetzt in den Norden? Ist bei Ihnen dort alles in Ordnung? Geht so. Es war schon ruhiger. Sie berichten von Schießereien. Der Rat schweigt. James? James ist offline. Und blöp. Sind sie weg. Da hinten ist ein Tornado. Wenn er Licht erben. Hier könnten wir halt jetzt auch Sachen craften. Da kann man auch sehen, was man dafür braucht. Lumpen und Tabletten. Oder man kann halt Munition craften. Aber ohne Waffe. Jetzt auch Musik. Mhm.
Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ups, das war die falsche Richtung. Minus. Ach, wir müssen das auf das linke runtersetzen. Na, okay, verstehe. Dumm, 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 dumm. Sie sind angekommen. Gut. So, und jetzt haben wir unten auch eine Anzeige für Munition und so weiter, wie wir es ganz am Anfang hatten. Chirp, chirp. Und hier haben wir jetzt auch Tode. John, Sie haben mich in die Zentrale gerufen. Das ist etwas Dringendes. Wenn ein Zug eintritt, ich habe den Code. Das hilft uns ja super weiter. Pistole. Geld und Uniform. Bringt uns beides Geld. Geil. Wir haben zwar eine Pistole, aber keine Munition da drin. Gesucht. Für den Bau des Wächters werden Ingenieure, Mechaniker und Bauarbeiter gesucht. Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung, Unterkunft in unserem Sektor von Metropol, Verpflegung, verdoppelte Rente werden gestellt. Bezieht sich nicht auf Siedlerfamilien. Da ist ein Böser. Liste der aktuellen Routen. Alan Adams, BAT, bla bla bla. Bob Bosca, VC, irgendwas. Michael Meltron, MSTDNT, bla bla. Charlie Checkers und Edward Jones. Edward Jones sind wir mit dem Bellus 07, nehme ich an. Pistolenmunition. Mein Gott, Sie sind ein Retter. Gut, ich habe verstanden. Ich warte im Zug auf Sie. Altmetall, Kleidung. Kaputtboxen. Zigaretten. Da geht's runter und ansonsten könnten wir hier mal in die Richtung, wo man am gucken ist, läuft noch schneller. Da ist der Code. Es gibt auch gar keinen Incentive, die alle umzubringen, glaube ich. Was übrigens auch ganz cool ist, ist, dass man mit diesen Schlägereien, also diese, einige der Objekte, die man hier im Hintergrund sieht, die sind, die sind gar nicht, so super statisch, ja, beispielsweise jetzt immer dagegen schlagen, aber ich hatte da auch mal gesehen, dass da ein Regal war. Na toll, kann man nichts machen. Aber das war jetzt so nicht geplant. Da war die Waffe nicht geladen. Die werden wahrscheinlich jetzt nach links mitgehen, wenn ich nach links laufe. Ich hatte doch eben nachgeladen. Ja, eigentlich war es sinnlos, die überhaupt anzugreifen. Halt! Sag mal erst, wer bist du? Aus dem Zug? Okay, ich warte dort auf dich. Und 2, 6, 2, 3. Machen wir weiter. Haben wir wieder 2 Passagiere, glaube ich. Mmh.
Nicholas Wilson. Fährst du nach Redmond? Nein, tut mir leid. Ist alles ruhig bei dir? Ich erinnere mich nicht daran, dass hier ein Tunnel gebaut wurde. Entschuldigung, die Verbindung ist offline. Wer sind diese Leute? Verstehst du das nicht? Hier kann man auch sehen, wie viel das bringt, wenn die ankommen. Der zweite Besuch. Nein. Nein. So, holen wir mal Essen. Es gibt keine Verbindung. Geben wir das dem. Ja? Was glaubst du, wohin wir gehen? Der Fahrer hat gesagt, er habe den Auftrag bekommen, nach Bristol zu fahren. Oh, da hinten ist was kaputt. Und das geht auf die Gesundheit, wenn die keinen Sauerstoff mehr haben oder was das auch sein soll. Naja. Unten. Für das Tragen einer Waffe gibt es Lebenslängel. Ich weiß. Und? Glaubst du, dass es auch heute noch irgendjemanden interessiert? Was rechtsgültig ist und was nicht? Nee. Trotzdem hätte ich meine Waffe gern zurück. Denk nicht mal dran. Kein Lärm, das hört er. Sie sind angekommen. Ja, genau, da sieht man jetzt beispielsweise diese Flasche rumstehen und die kann man auch umfallen lassen. Das ist nicht toll. Wunder der Technik. Baff! Dafür ist die Pistole gut. Diese schnellen. Batsch. Verschlossen. Lattenpapier. Aber oh, wir sind automatisch wieder voll geworden. Fühlt sich ein bisschen an wie so ein C64-Brawler. Baff, 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 baff. Da ist auch kein starker Ball. Double Dragon. Zeug. Na und? Ist das dein Ernst? Der sitzt den ganzen Tag auf dem Klo, statt zu arbeiten. Ich muss seine ganze Arbeit erledigen. Vielleicht ist er krank. Er ist einfach nur faul. Eine Sekunde, der Chef ruft. Mark, bist du da? Auf den Kopf. Jo. Tabletten. Allen. Bahnhofsschlüssel, Lumpen, Zugführer, Uniform. Ja, da wollen wir doch auch noch runter. Na toll. Ist aber nix. Sparen können. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um den Schlag zu landen. Paff! Nicht schießen! Ich bin keiner von denen! Ich brauche Hilfe!
Nein, ich habe niemanden gesehen. Gut, beeil dich mit dem Code. Ich warte im Zug. Da ist der Code. Schwupp. So, 7, 5, 9. Und weiter geht's. So, und der Typ, der blutet jetzt vor sich hin. Warum halten wir überhaupt an den Bahnhöfen an? Fahren wir doch lieber direkt durch nach Bristol. Es ist nicht so weit. Aber selbst gesagt, dass es die Pflicht des Zugführers ist. Ja, Moment, gucken wir mal gerade. Die bräuchte auch mal Nahrung wieder. Gehen wir das mal hier ab. Ah, reicht noch. Redest du vom Vorrat? Oh, bitte sag nicht, dass du einer von denen bist. Okay, da sollten wir. Oh. Den sollten wir jetzt mal heile machen. Und dann Essen und Erste-Hilfe-Kasten. Ja, das Essen geht natürlich auch irgendwann aus. Zwei noch. Darf man denen eigentlich halt nur geben, wenn die schon niedrig sind, aber wenn es dann dringend wird und dann irgendwas schief geht, dann hat man natürlich ein Problem. Du fliegst. Müssen aber jetzt auch langsam wieder da sein. Sie sind angekommen. Ha, getroffen. Nicht, dass das für irgendwas gut wäre, außer einem Achievement. Batsch, 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 batsch. Aber wir sparen ja hier Munition, indem wir die Tauben erschießen und die Leute einfach mit der Faust kaputt schlagen. Lea, das haben wir auch noch nicht. Da kommen wir nicht durch. Bam. Vielleicht kann man die Tauben auch mit der Faust kaputt schießen. Lumpen, Schießpulver. Baff. Tabletten. Eine Toilette mitnehmen. Baff. Nehmen wir das hier mal mit. Essen, sehr gut.
Liebe Martha, das Zimmer in der Herberge ist viel kleiner, als ich erwartet hätte. Es gibt hier nichts, nur einen Tisch und ein Sofa. Vielleicht kann ich im Büro schlafen. PS, mein Nachbar hat ein riesiges Fenster im Bad und alle können zuschauen, wie er duscht. Was zum Teufel? Baff. Fenster kaputt schlagen. Gib mir meinen Löffel zurück. Jeder in der Herberge weiß, dass du die klaust. Löffel. $7. Ups. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt kaputt schießen kann. Aber wahrscheinlich muss man den hier hinlocken. Nein, geht nicht. Vielleicht muss ich einfach an dem vorbeilaufen. Ja. Eine Batterie. Autsch. Oh Gott. Wer bist du? Dort sind was? Oh, gut. Es war einmal in einer kleinen Stadt. Es lebte einmal ein König. Ein König in einem Land, in einem Land lebte. Ja, ich glaube, ich müsste jetzt mal... Wobei, schnell sind die ja nicht. Okay, der stand direkt in der Tür. Ja, aber es gibt halt hier dann direkt einen Checkpoint, wie man sehen kann. Wieso war denn die Waffe nicht geladen? Scheiße. Habe ich mir natürlich jetzt in eine tolle Situation gebracht. Daneben. Ach, damit gehen sie tot. Na toll. Batsch. Na. Wenn ich die Batterie nicht werfen kann, dann musst du ja einen anderen Nutzen haben. Wie zum Beispiel, dass man die da hin. Ja. Wofür ist die Batterie gut? Neben. Vielleicht hier das Auto. Hier hinten ist ja auch nichts, was man noch. Ich kann natürlich auch einfach einen Hitpoint und einen Health Pack nehmen. Wieso? Hm.
Machen wir den zuerst, weil er am fiesesten ist. Und den kann man einfach vorbeilaufen. Den schlage ich jetzt zu Klump. Quatsch. Batterie. Ist ja irgendwas, wofür man eine Batterie brauchen würde. Vielleicht braucht man die Batterie auch einfach nur danach. Batsch, batsch, batsch. Daneben. Schlüssel. Batterie. Batsch. Da ist der Code. Vielleicht ist die Batterie auch nur dafür da, damit man die denen auf den Kopf fallen lässt. Ach nee, die muss man wahrscheinlich da drauf stellen. Hätte ich wahrscheinlich da jetzt nicht alles wegwerfen sollen. Naja, okay, mit der Batterie ist man auf jeden Fall zu langsam. Ach, jetzt. Lieber runter, erstmal nachladen. Geht er weg? Geht er weg? Na, scheiße, von hinten dann. Sind die aneinander rangekommen? Ja, oder ich benutze das Kit. Und rückwärts laufen ist auch zu langsam. Oder ich verbrauche das Kit, dann schlage ich, sterbe ich nicht mit einem Schlag. Aber dann kann ich die Leute nicht damit heilen. Schnellen sind böse. Ja. So. Ich kann ja jetzt einfach die quasi hier hinlaufen lassen. Lauf an denen vorbei. Die sind zu langsam. Nimm das. Ach, scheiße. Kommt her. Die laufen nicht an dem Dingern vorbei. Doch. Jetzt müssen wir nochmal neu anlocken. Okay, weg.
Na, das ist Unsinn. Müsste ich jetzt einfach an der Batterie vorbeischicken. So, und dann. Hup. Da ist der Code. Sieben, fünf, neun, neun. Ja, was mich hier am meisten stört, ist eigentlich noch, dass man keinen Sound hat. Es wirkt halt ein bisschen armselig. Ich glaube, ich habe das jetzt eingesetzt. Kann man hier noch weiterlaufen? Nee. Die Batterie ist drin. Ah, 7599. 7599. Ah Gott. Wieder den Schmu neu. Und vergessen nachzuladen. Sehr gut. Kommt vorbei. Nehmen wir den mit. Falsche Taste. Verplant, dass man die Batterie nicht an denen vorbeitransportieren kann. Ja, ich bin aber auch nicht der Hellste hier. Beim Nachladen kann man auch nicht schneller laufen. Laufen wir bis ganz nach rechts. So, und dann schnell dran vorbei. Ziehen wir den auch rüber. So. Entnehmen. Code, bla bla, aufmachen. Sechs, fünf, acht, fünf. Ja, easy peasy. Ich hätte auch den Arztkoffer verwenden können, aber. Naja. So, du. Nein, geht's eigentlich noch. Ganz gut. Tut mir leid.
Der hat ein bisschen Hunger. Aber so wahnsinnig viel habe ich halt auch nicht. Essen 3. Ja, den sollte man jetzt vielleicht mal verarzten. Danke. Der will was zu essen. Der ist ziemlich schnell am Verhungern. Der auch. Da haben wir nur noch eins auf Reserve. Ist was? Nach unten. Mit Hunger. Erzeugen. Leer. Hör zu, ich bin sehr froh, dass du die Kontrolle nicht über den Zug hast. Und wir sind angekommen. Schnell raus, bevor die weiter verhungern. Und dann werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen und dann werden wir beim nächsten Mal an der Stelle weitersehen. Ja, im Prinzip, jetzt mal wieder aufgeladen, es ist halt sehr trivial. Ich bin zwar jetzt an einer Stelle gestorben, was aber ja einfach nur an meiner Knauserigkeit und Dummheit lag, dass es so lange gedauert hat. Ja, im Endeffekt kann man hier halt nicht so, also ich finde, da passiert zu wenig. Wenn hier wenigstens noch eine... Ich meine, bei Jasper Bryans, wie ist das? Lone Survivor passiert so auch nicht wahnsinnig viel, aber das ist halt geladen von irgendwelchen speziellen so Horrorsituationen und hat eine sehr atmosphärische Musik und so weiter. Das hat man hier alles nicht. Das ist einfach nur Stille. Man läuft hin und her und sammelt Sachen ein. Mal gucken, vielleicht kommt noch sowas wie eben mit der Batterie jetzt ein bisschen häufiger, dass es etwas komplizierter oder komplexer wird. Aber bisher sehr, 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 sehr einfach. Naja, gut. Schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!